7,40 Meter Ford, teilintegrierter Familiengrundriss inklusive Hubbett. Das ist etwas, was der Just eigentlich immer ganz gut kann. Vor allem ist er von dem preislichen Aspekt her relativ attraktiv. Und deswegen präsentiere ich euch heute den Detlefs Just 7055 in der Einzelbettenvariante. Das ist so der Brot- und Butter-Grundriss, den wir eigentlich so da haben bei Detlefs. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt auf das Video und wir gehen gleich mal drauf los. Vorne angefangen am Fahrzeug die klassische Ford Front. Wirkt einfach nochmal anders als der Fiat. Ich will jetzt nicht sagen besser oder schlechter, das bleibt immer im Ermessen des Betrachters. Auch beim Ford haben wir die Möglichkeit von den schwarzen Alufelgen. Das würde ich auch empfehlen, weil die eigentlich ganz schick sind, das Fahrzeug nochmal aufwerten. Ansonsten ist es ein sehr schlicht gehaltenes Fahrzeug. Mit schlicht meine ich einfach, dass wir hier ganz normale schwarze Streifen haben bis nach hinten durch. Ansonsten hier noch die Just Go Beschriftung und eben dann auch noch unsere Heckgarage mit dazu. Die ist relativ groß. Also ich würde mal sagen, wir haben hier 1 Meter mal 1,20 Meter, so circa. Also sehr viel Platz drin. Ihr seht auch, Fahrrad ist kein Problem. Auch hier rechts haben wir noch einiges an Fläche, die wir zur Verfügung haben. Hinten dann nochmal in der Mitte. Also das nenne ich mal eine ordentliche Heckgarage. Vor allem hier links und rechts dann noch unsere Fazurösen. Und dann beim Heck sind wir beim Just eigentlich auch relativ schlicht gehalten. Das Fahrzeug hat eine Länge von 7,36 Meter. Das kommt vor allem auch durch den sehr dezent gehaltenen Heckleuchtenträger zustande, der hier hinten drauf gesetzt ist. Alles einfach sehr basic gehalten. Fahrradträger, Rückfahrkamera ist noch dabei. Und jetzt gucken wir uns mal die technischen Daten an. Das Fahrzeug kommt zu einem Grundpreis von 64.899 Euro. Jetzt denkt man natürlich, Mensch, es ist ja wahnsinnig günstig, da kann gar nicht mehr so viel dazukommen. Der Schein trügt hier ein bisschen beim Ford. Denn mit dem Komfortpaket, was ca. 8.000 Euro kostet, und das ist eigentlich ein Paket, was sehr wichtig ist, weil da ein paar Sachen drin sind, die ihr eigentlich braucht. Also zum Beispiel sowas wie den Notbremsassistent, Müdigkeitswarner. Dann haben wir noch die Ambientebeleuchtung innen. Wir haben nochmal ein zusätzliches Dachfenster. Wir haben die Klimaanlage mit dabei, also das ist eigentlich so eine Art Muss-Paket, was auf jeden Fall mit rein sollte. Dann das Paket One, das ist ein sehr gutes Paket, was ich empfehlen würde. Automatische SAT-Anlage, Flachbildschirm 22 Zoll, dann Satellitenantenne, die Kassettenmarkise 4,5 Meter ist dabei. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal so eine Geschichte, wo euch in dem Paketpreis einen Haufen Geld spart. Elektrisches Hubbett über der Sitzgruppe kostet ca. 2.000 Euro. Der Detlefs Monisiva mit Apple CarPlay, das ist das Zenic Navi, da haben wir nochmal ca. 1.600 Euro. Und das sind so die größten Batzen, die das Fahrzeug dann einfach nochmal entsprechend aufwerten. Und wenn wir mal wirklich alles reinpacken, und ich habe ja gesagt, das Fahrzeug hat fast eine Vollausstattung, also da ist wirklich alles drin, was man so in so ein Just Go eigentlich immer reinmachen sollte, dann haben wir 86.000 Euro Listenpreis. Aber wie gesagt, die Ausstattung ist natürlich dementsprechend auch üppig. Die Länge beim Just Go ist 7,36 Meter, die Breite ist 2,33 Meter und die Höhe von 2,99 Meter. Und an für sich haben wir hier ein 3,5 Tonnen Fahrzeug. Und jetzt sage ich euch mal noch einen kleinen Vorteil zum Ford. Denn beim Fiat kriegt ihr ja entweder ein untermotorisiertes Fahrzeug mit 140 PS, also gerade in dem Bereich, oder ein übermotorisiertes Fahrzeug mit 180 PS. Und der Ford hat die Möglichkeit, mit einem leichten Aufpreis, sage ich jetzt mal, von 1.600 Euro 155 PS zu geben. Das ist natürlich meines Erachtens nochmal ein riesiger Benefit gegenüber den Fiat-Modellen aktuell. Und deswegen gehen wir jetzt mal rein ins Fahrzeug. Macht euch gerne mal einen Gesamtüberblick. Ist dunkel, aber gut beleuchtet. Ich persönlich finde es auch ein sehr schönes Design. Wir haben zum einen hier diese Filzdekorfolie. Dann haben wir einen klassischen Holzboden mit dabei. Ansonsten die Klappen hier sind auch mit so einem Filzstreifen noch mit da dran, auch in Grau gehalten. Und sonst haben wir hier ein klassisches Holz einfach drinne. Erinnert so ein bisschen an das neue Design vom Trend. Der Dachhimmel ist weiß und ihr seht auch gleich mal die Funktionsbeleuchtung von dem Hubbett. Und jetzt will ich euch noch mal eine Sache zeigen. Ich bin 1,88 groß und kann hier einigermaßen aufrecht stehen. Und durch diese vier Funktionsleuchten kriege ich hier noch mal gut Licht rein in das Fahrzeug. Also trotz Hubbett habe ich nicht das Gefühl, jetzt hier irgendwie eingeengt zu sein. Ein Vorteil, den der Ford hat, und das sage ich immer wieder dazu, ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlecht. Auch wenn er offen gestanden nicht so beliebt ist wie der Fiat, ist er dann doch eigentlich vom Fahren her sehr entspannt. Wie gesagt, 155 PS ist eigentlich die perfekte Motorisierung für so ein Fahrzeug. Und die Sitzposition gefällt mir persönlich deutlich besser als beim Fiat, denn ich bin ein Sitzriese. Und gerade beim Ford ist die
Oberkante der Windschutzscheibe deutlich höher und beim Fiat habe ich immer das Gefühl, runter gucken zu müssen und beim Ford kann ich gerade nach draußen gucken. Sonst, wie gesagt, mit dem Zenec habt ihr hier ein ordentliches Navigationssystem noch mit dabei, dann eben hier das Lenkrad noch mit am Start, die Sitze sind relativ bequem. An für sich könnt ihr den genauso verschieben und das Fahrhaus genauso benutzen, wie das beim Fiat der Fall ist. Fenster in der T-Haube ist auch am Start. Links und rechts habe ich dann noch ein kleines Regal, was ich nutzen kann und dann eben noch hier meine Hutablage über dem Fahrzeug. Bei dem Grundriss hier haben wir auf der linken Seite bzw. auf der Beifahrerseite nochmal einen kleinen Sitzplatz. Das ist auch nicht einfach nur irgendein Hocker, sondern wirklich ein Sitzplatz mit Stauraumfläche nochmal mit dabei. Hier unten. Den Tisch kann ich in der Höhe verstellen. Das heißt, das ist ein Hubtisch, den ich einmal nach unten drücken kann. Wenn ich den Hebel gelöst habe entsprechend. Jetzt sollte es eigentlich gehen. Genau. Kann ich den hier nach unten packen. Da kann ich nochmal ein Bett draus machen. Und die Sitzgruppe ist eigentlich auch sehr bequem gestaltet. Ich setze mich auch mal rein für euch. Beinfreiheit ist in Ordnung. Ich komme hier mit meinen Knien eigentlich nicht an diese Säule ran. Habe hier nochmal ein großes Fenster, was nochmal schön verkleidet ist durch den Vorhang. Hier oben nochmal Stauraummöglichkeiten. Indirekte Beleuchtung ist auch mit am Start. Also kann man jetzt gerade hier oben sehen, hier so ein Lichtstreifen, ist eigentlich ganz schick. Und dann, wenn ihr Fernseh schauen wollt, dann packt ihr euch einfach den Fernseher raus, die 22 Zoll. Ihr könnt den jetzt auch in 32 Zoll haben, das ist auch kein Stress hier. Dann könnt ihr entspannt Fernsehen gucken. Wobei ich sagen muss, 22 Zoll sind auf die Größe vielleicht sogar schon ausreichend, aber das ist dann immer individuell zu sehen. Den kann ich hier sogar ein bisschen nach draußen machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier was schnibbel, kann ich hier ein bisschen Fernsehen gucken. Das ist eigentlich ganz, ganz cooler Mechanismus. So, packe ich den mal wieder rein. Kühlschrank ist hier in so einem Aluminium-Design, gebürstetes Aluminium, 142 Liter Slim Tower. Dann auf der Fahrerseite habe ich meine Küche mit zwei Flammkocher von CAN oder Chan. Ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Fenster in der Küche ganz gut. Beleuchtung ist am Start. Hier zwei 230 Volt Steckdosen, die immer ganz hilfreich sind. Und über der Küche habe ich auch noch mal ein gutes Fach. Das hier ist ein Fake-Fach. Sieht einfach ein bisschen stringenter aus, wenn das da noch mit dran ist. Hat einfach den Grund, ja, wenn ihr das runterfahrt, da müsst ihr auch bitte immer drauf achten, wenn ihr das Hubbett runterfahrt, dass das dann eben hochgeklappt wird. Genau. Schublade, Schublade 2 und Schublade 3 und dann dementsprechend noch unseren Mülleimer. Hier ist übrigens dann die Steuerung für das Hubbett. Das blenden wir euch einfach mal ein. Ihr könnt das in allen Situationen dann auch benutzen. Wenn ihr es ein bisschen runterfahrt, könnt ihr trotzdem noch unten sitzen, kann schon oben drin jemand schlafen. Ihr könnt es aber auch ganz runterfahren. Und das ist jetzt ein Nachteil vom Teilintegrierten, ist vielleicht auch beim Integrierten etwas besser. Gerade wenn ihr halt rausgeht, ja, das ist halt durchs Hubbett dann erschwert. Ihr seht halt hier, dass ihr da keine Möglichkeit habt mehr rauszugehen, müsst dann also euch bücken und runtergehen. Die Tür, da will ich auch noch eine Kleinigkeit zu sagen, ist eine extra breite Eingangstür, hier ein Anthrazit gehalten mit Fenster noch mit dabei, ist halt auch etwas, was Detlefs ein bisschen auszeichnet, dass ihr da immer drauf achtet. Dann gehen wir mal ins Bad. Ein Vorteil von diesem Grundriss, wir haben zwei Möglichkeiten. Einerseits haben wir Toilette und Dusche getrennt. Wir haben leider nicht wie beim Trend jetzt hier eine Schiebetür, sondern in Anführungszeichen nur einen Vorhang. Und wir haben auch keinen stufenfreien Boden und auch keinen holzfreien Boden. Also das sind alles Eigenschaften, wenn ihr die wirklich haben wollt, wenn euch die wichtig sind, seid da beim Trend aufgehoben. Ansonsten sind wir hier beim Just eigentlich ganz gut. Wenn ihr sagt, das ist etwas, was ich jetzt nicht zwingend brauche, dann passt der Just eigentlich auch ganz gut für euch. Ne? Hier haben wir noch eben die Badtüre mit drin. Ich gehe dann mal mit euch in die Dusche rein. Also, Platz ist da, aber bin ich ehrlich, ist jetzt nicht viel. Wenn ich so dusche, dann geht's. Wenn ich mich ein bisschen drehen will, hier vorne wird es ein bisschen enger. Nach hinten hin dann ein bisschen besser. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall möglich, hier gut drin zu duschen. Und es ist separat. Und das ist natürlich immer toll. Dann, die Tür kann ich hier zumachen. Habe ich hier meinen Toilettenbereich. Da habe ich viel Platz. Ich kann mich hier gut drin waschen. Ich kann das Teil hier noch an die Seite verschieben. Kann mich hier gut auf die Toilette draufsetzen. Habe links und rechts Platz. Da ist dann noch mein kleiner
Toilettenrollenhalter und hier noch ein kleines Fächlein. Lichtschalter habe ich dann hier, sind in schön schwarz gehalten, 230 Volt Stecker und dann eben noch hier Ablagefläche. Das ist jetzt noch zusätzliche Stauraummöglichkeit. Leider komme ich da nicht so richtig von oben hin, das heißt, ich muss unten reingreifen. Ihr seht jetzt auch noch die Leiter, die hat einfach den Hintergrund, dass wenn ich jetzt hier das Teil rausziehe, mein zusätzliches Polster noch dran mache, dann habe ich hier den Bettumbau von den Einzelbetten zum Doppelbett und dann kann ich mit der Leiter ins Bett einsteigen. Ansonsten habe ich zwei Einzelbetten, die immer ganz komfortabel sind. Da wäre dann eben noch unser zweites Stauraumfach. Kann ich auch Kleider einhängen. Kleiderstange ist nämlich auch mit am Start. So, ich ziehe mal die Schuhe aus, gehe mit euch mal in den Schlafbereich. Erstmal will ich sagen, ja, wir haben einen tollen Lattenrost, viele Latten eng aneinander gestaffelt und eben noch eine gute Matratzenstärke. Bei Detlefs lässt sich eigentlich auch immer sehr bequem schlafen. Und durch die Einzelbetten habe ich links und rechts auch richtig viel Platz. Dadurch, dass die Schubkästen hier nicht so weit reingehen, also die Regale, kann ich auch hier ohne Probleme aufstehen, kann im Sitzen hier noch sein, ohne jetzt irgendwie großartig eingeengt zu wirken und habe trotzdem noch meine Stauraummöglichkeiten, wie zum Beispiel die beiden Fächer hier hinten. Dann eben noch Steckdosen oder eine Steckdose hier oben. Ah, tatsächlich zweimal USB, indirekte Beleuchtung mit der Schlafzimmerrückwand. Alles im Filz gehalten, sehr bequem, links und rechts Fenster. Oben nochmal ein großes Dachfenster, wo ich den Sternenhimmel ein bisschen betrachten kann. Also das sind alles sehr, sehr schöne Eigenschaften. Jetzt ist euer Feedback mal gefragt. Wie findet ihr den Just Go 7055 EB? Würde mich sehr freuen auf euer Feedback und freue mich auf einen Daumen nach oben. Gerne den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Und wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Bis bald!